Aber wusstest du, dass er scammt? Und er ist ja auch ein Kumpel von dir, oder nicht? Ja, aber du wolltest doch bestimmt mit ihm traden, oder nicht? Oder habt ihr schon miteinander getradet? Ja, wir haben getradet und nicht gescampt. Alles klar. Kleinen Moment. Warte, wann haben wir getradet? Ich kann dir, glaube ich, sogar die Waffe zeigen. Ich bin nochmal wieder da. Also, ich werde den zusammenschneiden. Also, vielleicht habt ihr es gehört. Der Typ hat das ausgeschaltet, dass man ihn hört. Und, ja. Also, Leute, ich muss auf gleich weg. Alles gut, Lucy. Auf jeden Fall, dann passt auf vor ihm. Er hat den, sorry, ich wollte eigentlich Videobeweis machen, aber er hat es ausgeschaltet, dass man es hört. Aber Aika, wie gesagt, warum machst du das überhaupt? Genau, ich verstehe es nicht. Mein Nachbarn halt, wenn die Waffen zurückbringen wollen, dann gebe ich denen auch immer, weil weißt du, sehe so Waffen, die sie nicht mehr brauchen, weil die sind halt auch 40 oder so. Auf jeden Fall, passt dann auch vor ihm. Und dann gibst du denen Waffen, die die nicht mehr brauchen? Ja, die wollen halt scammen, so, keine Ahnung. Die wollen halt scammen. Nicht nein, auch schon verkommen. Die wollen gescammt werden. Nein, oh Gott, Alter. Was sag ich dir? Warum scammst du überhaupt? Weil er Langeweile hat, weil es ihm Spaß macht. Sagt er, hat er doch gesagt. Ja. Ihm macht es Spaß. Kleine Kinder rasten aus. Ah, alles klar. Die könnten jetzt sogar in meinen Account gehen, ihre Waffen sich selbst wiedergeben. Also soweit das funktioniert, glaube ich. Oh oh oh. Da. Was machst du? Hä? Nicht schlecht. Du hast Bescheid, Hansa. Ich weiß. Ja, gemeldet. Ich weiß nicht warum. Gemeldet, nein, hab ich nicht. Weil ich Freunde hab, ne? Ich hab mich gemeldet. Hä, was denn da? Weil dann bringt es ja nichts. Bringt auch nichts. Nicht hochgeladen. Gemacht, komm, warte. Ja, und jetzt hast du gemacht. Ja, damit meine Abonnenten wissen, dass man mit dir nicht tradet. Ja, muss ich auch nichts damit zu tun, dass ich scammen will oder was weiß ich. Ich bin kein Scammer. Die Leute, die scammen, sind quasi auch Scammer. Das hast du von mir, mein Freund. Ich weiß. Den Spruch hast du von mir. Aber du, ganz ehrlich, zeig mir mal, nimm mir das jetzt mit böse, ich mache auch kein Video, ja? Aber zeig mir mal, wie du scammst. Ich leg dir eine niedrige Waffe hin. Das interessiert mich, ich habe noch nie einen Scam gesehen, echt nicht. Das schwöre ich dir jetzt wirklich. Ja. Ja. Das würde ich echt mal. Ich gebe dir jetzt eine lockere Waffe, ja? Ich sag mal, ich mach mal die hier, eine Pistole. Wo soll ich hingehen? Was? Nee, ich will. Geh weg, Keim, ich will. So. Ja. Ich trade offen. In der Ecke rein, ja? Gut, ich leg sie hier rein. So, da ist sie. Ja. Was hast du gemacht? Wie hast du, was ist das? Was ist das? Das ist eine Puppe. Ja, das ist mies. Wie toll ist das denn? Ja, auf jeden Fall, oder ich kann das auch runtereditieren. Hä? Ich könnte dich bei der hier auch runtereditieren zum Beispiel. Ja, zeig mal. So, weißt du? So. Ey, ich war doch gar nicht drin. Wie toll ist er denn, Alter? Kannst du nochmal gucken? Nein. Nicht hochspringen. Hä, was macht ihr?
Nee, da verkehrt, ich muss hier rein. Hier muss ich rein. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier nach vorne, hier hingehe, nach vorne? Warte mal, was ist, wenn ich jetzt einfach das mache? Ich leg da die Waffe hin und geh nach vorne. Da hat er mich. Alles klar. Ja? Dann ist dann der Kollege. Warte mal, zeig mal, genau, zeig mal, zeig mal so. Dann editiert man das hier weg. Sagt der Kollege, ja, der ist irgendwie im Bug, der hat man nicht irgendwie ganz verlassen, aber der ist weg. So, ich bin drinne. Und dann bearbeitet er das und geht dann durch. Ich bin drinne. Bin ich hier richtig? Ich hab auch noch andere Boxen, ne? Ah, du hast auch diese Glitchbox, ne? Die da hinten. Glitchbox wartet noch hier. Ah, wie lernt man das, Digga? Wie lernt man scammen? Wo seid ihr? Geh mal hier rein. Oh, nee, müssen wir hier machen. Wo, hier? Und dann ja, sagte man, da ist der in der Wand. Ich hab's ja schon geupgradet. Guck mal, weil hier, man konnte früher einfach vor dem letzten Patch, man konnte durch Fenster springen, wenn man so gemacht hat. Bei Holzwänden. Also das haben sie jetzt gepatcht. Deswegen gibt's bei der Box hier eigentlich nur das mit dieser Puppe hier. Na, in der Ecke. Kommst du nicht drauf vorbei? Ja. Und wenn man drin steht, hat man halt Pech gehabt, so. Machst du das mal bei mir mit der Puppe? Ich will mal wissen, wie das ist. Ja, komm mal mit. Den Leid grad noch auf. Ach, keiner von euch hat einen Ninja, ne? Doch, ja. Hab ich. Echt? Ja. Ja, aber nicht grad. Was für die Box ist eine Ninja-Box? Ja. Sag mal her, die. Sag mal her, ich geh hier rein. Andere Seite. Andere Seite. Ja, nee, da wo du drin bist gerade. Gut, ich leg hier wieder eine Waffe hin. So. Ja, also hier könnte ich jetzt auch wieder hier dieses billige Runter-Editieren machen. Weil so. Ach sicher, lol. Das ist richtig unauffällig, weil hier gerade Fläche ist. Nie jemand. Das checkt einfach nie jemand. Weil hier gerade Fläche ist. Oder wenn ich Ninja hätte. Hä, hey, Leute, hab das zugemacht. Also da oben ist immer offen. Und über dir, guck mal. Guck mal, über dir. Ja, ich hab gesehen, das ist ein Loch. Ja. Du kriegst, du musst auch nicht lange. Achso. Ja, genau. Warte. Jetzt sagt dein Kollege, ja, der hat hier irgendwie eine Wand geglitscht. Der ist irgendwie weg, aber der ist nicht mehr da. Und dann... Hello, my friend. Oder du machst den billigen Trick. Warte. Zack. Alles klar. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Okay, super. Gut. Das war krass. Und was hat das hier mit diesem auf sich hier? Gar nichts, oder was? Womit? Hier mit dieser Glitcherbude hier? Das ist eine normale Box. Ja, das ist irgendeine Drecksbox, die irgendjemand gebaut hat, ohne dass ich gecheckt habe. Achso, hier sollte ich noch zeigen, wie das ist, in der Ecke zu stehen. Hab ich doch schon. Ja, aber kannst du mir nochmal zeigen, hier in der Ecke? Ich kann hier raus. Warte. Hey, du hast den Decker, kommst du raus. Nee, kannst du nicht. Nee, mach nochmal. Lass mal ausprobieren. Kannst du aber irgendeine Pistole oder so doch. Mach nochmal bitte. Warte, dauert noch 13 Sekunden. Wir probieren jetzt mal was aus, Leute. Mit diesen. Nee, ich nehm nicht auf. Ja. Erstmal versuche ich es aufzuheben. Geht wieder. Oder habe ich aufgehoben?
Und raus komme ich nicht. Raus komme ich nicht. Ich hab's mit dem Boost versucht. Aber wenn die Waffe in der Ecke lag, das weiß ich, da konnte man sie nicht aufheben. Zumindest ging es bei mir nicht. Aber ich hab zum Glück, ich hab den Trick kennengelernt, da wollte mich jemand scannen, aber den habe ich noch im letzten Moment rausgeworfen. Alles klar. Also, ich hab ja schon Leute, haben mich auch schon versucht zu scammen, aber ich bin ja nicht so bescheuert. Ich bin ja nicht so bescheuert. Weil wenn Fremde reinkommen, die traden wollen und sagen, auf einmal, die haben richtig hohe Waffen, 130er und so ein Scheiß, und die sind gerade mal Level 2 oder 3. Du, das ist mir zu blöd. Dann können sie vergessen. Dann möchte ich erst, dass ich die Waffen sehe, bevor ich überhaupt trade. Und dann ist ja dieser Mama-Spruch. Ja, was mit mir? Hä? So, ich gesehen. Wie er scammt. Ihr habt das jetzt gesehen. Ich habe gesagt, ich nehme kein Video auf. Ich habe das Video komplett aufgenommen. Er kann, man hört ihn nicht, weil er das bei sich ausgestellt hatte, dass man ihn hört. Aber ihr habt gesehen, er hat sehr viele Trader-Räume. Das ist diese IK1605-2. Ja. Und da hat er, da ich ja extra so rumgedruckt habe, damit er uns zeigt, wie er scammt. Ne? Also habt ihr es ja mitbekommen. Seht ihr? Er ist ein Scammer, er sagt, er scammt nur seine Freunde. Persönlich glauben tue ich es nicht. Aber naja.